Hallo und willkommen zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute mache ich Merguez, diese pikante Bratwurst aus Lamm und Rind. Was ihr genau dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt die ganzen Zutaten, die wir für die Wurst brauchen. Los geht es mit Schafsdärmen. Die habe ich mir bestellt gehabt im Internet, das sind jetzt 40 Meter. Ist das gleiche wie bei der Salsiccia auch. Die sind gesalzen, das heißt also erst muss das Salz abgewaschen werden und sie müssen eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser einweichen. Das bereite ich gleich vor. Dann habe ich hier für das Rindfleisch, ein wenig dekadent ist es, ich gebe es ja gerne zu, aber ich habe es halt noch übrig gehabt, habe ich hier 1 Kilo Wagyu-Rindfleisch von Firngrund Wagyu von Thomas Spang. Hier habe ich 1 Kilo Lammschulter ohne Knochen, habe ich mir gerade vom Türken mitgebracht. Dann braucht ihr noch 2 Zwiebeln, Knoblauch, Harissa, das ist so eine scharfe Gewürzpaste, die bekommt ihr auch im türkischen Supermarkt. Frische Petersilie, Kreuzkümmel bzw. Kumin, Paprika edelsüß, Pfeffer schwarz, Zimt, Koriander, ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Essig. Und dann fangen wir mal an. Zuerst beginne ich damit, dass ich die Zwiebeln in grobe Würfel schneide und den Knoblauch auch ein bisschen kleiner mache. Da ich das alles gleich durch den Fleischwolf jage, muss ich mir mit dem Schneiden jetzt nicht so viel Mühe geben. Wenn ihr jetzt keinen Fleischwolf habt und euch das Fleisch als Hackfleisch holt, müsst ihr die Zwiebeln und den Knoblauch möglichst fein hacken. Und naja, also ich beginne jetzt erstmal damit, dass das in grobe Würfel geschnitten wird. Als nächstes kommt jetzt das Lammfleisch. Auch das wird in grobe Würfel geschnitten. Der Fleischwolf ist soweit vorbereitet. Ich habe die mittel- bis kleinere Scheibe gewählt, damit es ein relativ feines Brät wird. Und dann lege ich mal los. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Ist jetzt soweit durchgewolft. Wird jetzt noch schön mit der Hand vermengt. Und dann kommen die Gewürze dazu. Das mit den Gewürzen ist ganz einfach. Ihr braucht einen Teelöffel. Und dann geht es los mit 2 Teelöffeln Salz. Meersalz habe ich jetzt hier, 2 Teelöffel Kreuzkümmel, 2 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 2 Teelöffel Zimt, 2 Teelöffel Koriander, 2 Teelöffel. Dann geht's weiter mit Esslöffeln, Paprika edelsüß, 2 Esslöffel. Als nächstes nehmt ihr euch die Petersilie. Wenn ihr die, also ihr schneidet die einfach ab, dann müsst ihr die erstmal waschen. Wichtig ist, dass er das Petersiliengrün gewaschen hat. Und dann wird das klein gehackt und kommt zum Fleisch mit dazu. Wenn die Petersilie klein gehackt ist, nehmt euch am besten eine größere Schüssel. Hier ist jetzt nochmal das Brät mit den Zwiebeln, Knoblauch, Lamm und dem Wagyu. Dann kommt die Petersilie da rein. Die Gewürze wandern mit rein. Und jetzt kommen wir zur Harissa. Normalerweise wären es jetzt 4 Esslöffel, aber das passt genau, ich nehme einfach das ganze Glas bzw. die ganze Dose. Als nächstes kommen 4 Esslöffel Essig dazu. Wenn es nur 3,5 sind, macht das auch nichts. Und noch 2 Esslöffel Olivenöl.
Als nächstes natürlich Hände waschen und dann hinein und das Ganze schön zu einem ordentlichen Brett verkneten. So, wie ihr sehen könnt, das ist meine kleine Frikadelle. Hm? Ja, gut, also. Das kommt jetzt in eine Tupper-Schüssel und ruht im Kühlschrank jetzt erstmal 3 Stunden lang und dann werden die Würste befüllt. Dann geht's weiter. Ein paar Stunden sind jetzt vergangen. Das Brät hat also schön im Kühlschrank vor sich hergezogen. So sieht es jetzt aus. Es riecht fantastisch. Inzwischen habe ich den Schafsdarm gewässert und separiert. Das heißt also, das ist jetzt ein Einzelner, der hier in diesem Wasser schwimmt. Den Fleischwolf habe ich umgerüstet auf den Wurstfüller. Als nächstes kommt Öl hier vorne auf die Tülle drauf, damit der Darm besser drauf und auch hier später besser runter geht. Das bereite ich jetzt vor und dann füllen wir Würste. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Liegen hier, ich schätze mal, es sind so um die 25 Meter Merguez mit Wagyu-Füllung. Ja, jetzt heißt es den Grill anschmeißen, ein paar Würstchen abdrehen und dann wird Probe gegrillt. Raus zum Grill. So, der Grill heizt jetzt draußen vor. In der Zeit drehe ich uns jetzt ein paar Würstchen ab. Beim Abdrehen ist es so, dass ihr das Würstchen nehmt, es euch so ein bisschen krumm macht, dann drückt ihr das ab, was ihr an Würstchengröße haben wollt. Und dann dreht es einfach ein paar Mal rum und fertig. Und dann geht es weiter, abdrücken, wieder festhalten, ein paar Mal rum und weiter. Und so kriegt ihr schöne, gleichmäßige Würstchen. Okay, und die wandern jetzt auf den Grill. So, der Grill ist schön vorgeheizt. Schmeiße ich mal die Würstchen drauf. Ich hoffe, dass das diesmal nicht so ein Inferno gibt wie bei den Salsiccia. Weil das war nämlich echt nicht schön. Wie ihr sehen könnt, bleibt das Inferno diesmal aus. Sehr gut aus dem Beutel, das riecht hervorragend. Wir sind gerade eben schon beim Wurst abfüllen, sind wir fast bekloppt geworden. Irgendwo. So, die Würstchen sind fertig. Guckt euch das an, das ist ein Träumchen. Ist das. Die sind diesmal auch gar nicht so eingegangen wie die Salsicce, weil einfach weniger Fett anscheinend drin ist. Und ja, dann würde ich sagen, wird jetzt gleich mal probiert. So, die Merguez sind fertig. Schaut mal hier, ein Träumchen. Also wie gesagt, sind gar nicht eingegangen, riechen hervorragend. Schmecken hervorragend, sensationell. Aber hui, die haben Biss. Ja, ein Hoch auf Harissa. Ist ordentlich scharf, aber boah Leute, sehr lecker. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Es muss ja nicht unbedingt Wagyu Rindfleisch sein oder Hackfleisch sein. Das Normale tut es sicherlich. Go, go, yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got